RAG Zukunftsforum 2016 live aus dem Sahne-A-Gebäude auf der Zeche Zollverein. Hier diskutieren heute Experten aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Medien über eine sinnvolle Zukunft für das Ruhrgebiet. In Summe eher Arbeitsplätze schaffen oder in Summe eher Arbeitsplätze vernichten? Das ist unsere Frage an Sie. Ich werde Ihnen zeigen, ja, wie unsere Experten der RAG Zukunftsstudie das genau sehen. Darf ich Sie, aber mir fehlt jetzt das Mikrofon, Peter ist jetzt wieder so schwarzlicht. Ich muss nur das Mikrofon und nicht wieder mal. Darf ich fragen, wie Sie es noch einmal kurz sehen, wie Sie abgestimmt haben über die Geräte? Sehen Sie es wie Herr Dr. Dünn oder doch eher kritisch, eher pessimistisch? Sie sagen 56,2% in Summe eher Arbeitsplätze schaffen, 43,8% in Summe eher Arbeitsplätze vernichten, also insgesamt eine sehr positive Stimmung. Wir möchten darüber reden mit den Herren über Wirtschaft und Digitalisierung. Ich freue mich, dass unser Wirtschaftsminister. Herzlich willkommen. Sie sagen, das Internet der Dinge braucht eines ganz sicher: Dinge. Kein anderer Ort als das Ruhrgebiet ist deshalb so geeignet, um die Verknüpfung von digitaler Wirtschaft und klassischer Industrie Wirklichkeit werden zu lassen. Herzlich willkommen, Herr Minister. Als die Bundesregierung, als der Bundestag beschloss, nach Berlin zu ziehen. Ich möchte nicht wissen, was aus Berlin geworden wäre, ohne dass die Bundesregierung bei Ihnen zugegeben wäre. Das läuft ja nicht unter Subventionen, sondern aus meiner Sicht aus einem völlig richtigen Beschluss des Bundestages, der damals gefasst wurde. Und jetzt nur noch eine Anmerkung, lieber Jürgen. Ich weiß, dass man über die Überlegungen, die mich beschäftigt, sowas wie im Spitzuli für Ruhrgebiet, so und so diskutieren kann. Nur ich frage mich, wie kriegen wir gewisse Ortsteile in Duisburg? Wie kriegen wir Teile in Dortmund, die kein Dortmunder mehr betritt? Wie kriegen wir sowas irgendwie geregelt? Und da sage ich, das überfordert die Kräfte, die das Ruhrgebiet selber hat.
Kräfte, die Landesregierung hat. Und meine Forderung beschränkt sich ja auf den Teil, den die Bürger des Ruhrgebietes 25 Jahre lang nach Osten transferiert haben, dass wir das vielleicht in der Form, die Bürger des Ruhrgebietes den Osten finanziert haben, ein Stückchen zurückfinanziert bekommen. Wenn es andere Vorschläge gibt, umso besser. Aber das soll jetzt genug gewesen sein. Wissen Sie, was ich einfach sagen möchte, diese Veranstaltung hat mir gefallen. Die ist gut gelungen. Man kennt mich ja irgendwie, das ist immer noch ein Haar in der Suppe. Also so zwei kleine Kritikpunkte. Das Mühlheim an der Ruhr, da wohne ich, permanent mit 2H geschrieben wird, stört mich schon. Also, das muss irgendeine Agentur von auswärts gebracht haben. So, das ist das Erste. Das Zweite, ich fand ja diese Idee so zwischendurch mit den Abstimmungen ganz gut. Und dann kam ja auch die Frage, für welchen Verein wir sind. Also, was mir gar nicht gefallen hat, ist 8% für Bayern München. Was ich nur darauf zurückführe, dass zwei der drei Herren des NRW-Vorstandes mehrfach stimmen möchten. Sauber gearbeitet hat, weiß ich nicht. Aber sonst habe ich eigentlich an dieser Veranstaltung nichts auszusetzen. Und da ich weiß, wer sie gemacht hat, möchte ich als allererstes ganz herzlich meinen Kolleginnen und Kollegen Frau Manz und Herrn Kalthoff und dem Team von Dekeling danken. Sie haben das gut organisiert. RAG Zukunftsforum 2016 hier aus dem Sana-A-Gebäude auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein. Das war's hier von der Veranstaltung. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Und mit den letzten Bildern von hier verabschieden wir uns vom Weltkulturerbe aus dem Sana-A-Gebäude. Bis zum Wiedersehen im Jahre 2019 ebenfalls wieder auf der Zeche Zollverein zum nächsten Zukunftsforum. Dann Zukunftsforum 2019.